Alle sitzen derzeit im selben Boot und sie sitzen vor allem auf derselben Seite des Bootes und das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir bald ein Kentern dieses Bootes sehen. Wenn irgendein plötzlich unerwartetes Hindernis sich in den Weg stellt, dann müssen alle sich bewegen und dann bekommt das Boot Schlagseite, kippt um und dann werden wir eine heftige, eine massive, eine sehr, sehr schnelle Korrektur sehen. Wie gesagt, es ist eine Frage des Wann, nicht des Ob aus meiner Sicht, denn die Parameter sind dermaßen überspannt. Ich hatte das mehrfach schon gesagt. Alle sind all in investiert, vor allem in diesen Value-Werten, die ja seit der Corona-Euphorie, Corona-Impfstoff-Euphorie sich so prächtig entwickelt hatten. Und auf der anderen Seite sehen wir Parameter, die so eigentlich nicht auftreten, die nicht nachhaltig sind und sein können. Ich hatte gestern gesagt, ich erwarte eine Jahresendrallye. Da haben viele gesagt, ja, jetzt wird der Fugmann bullisch, das ist gefährlich. Aber ich bin auf gegenwärtigem Niveau alles andere als bullisch, sondern sage, wir brauchen eine Bereinigung des Marktes, brauchen eine Korrektur, damit es dann wirklich zum Jahresende, also zweite Dezemberhälfte, nochmal nach oben gehen kann. Das ist die Aussage. Die Leute hören ja gerne das, was sie hören wollen, aber sei es drum. Schauen wir uns zunächst mal an, was gestern passiert ist an den Märkten. Der Dow Jones jetzt über der 30.000er Marke, 13% gestiegen, bester Monat seit 1987. Der Russell 2000, 20% gestiegen, best month ever, gab es noch nie in der Form. S&P Energy 37%, also der Energiesektor im S&P 500, bester Monat ever. Wir sehen die Financials im S&P 19%, bester Monat seit 2009 und die Industrials 18%, bester Monat ever. Also das sind natürlich absolute Superlative. Auf der anderen Seite sehen wir eine Realität auf dem Boden, die ein bisschen anders sind. Hier sehen Sie eine sogenannte Food Bank, also praktisch eine Essensausgabe in Houston, Texas, und das sozusagen während der Dow Jones 30.000 Punkte erreicht und 62% seit dem 23. März auf dem Tiefpunkt, vom Tiefpunkt also des Corona-Crash gestiegen ist. Es sind über 20 Millionen Amerikaner sind abhängig von Unemployment Aid, also von einer Art der Arbeitslosenversicherung. Die läuft jetzt aber für die allermeisten aus. Es laufen die Schutzmaßnahmen aus, jetzt spätestens ab 1. Januar, manche laufen schon am 26. Dezember aus, Hilfsmaßnahmen aller Art, Schutz vor Zwangsversteigerungen aller Art etc. Das ist die Realität, meine Damen und Herren, und die Finanzmärkte, die sind in Fantasyland, das sozusagen mit dem Regisseur Notenbanken und dem Vertrauen, dass die Welt, wie wir sie vor der Corona-Krise hatten, so zurückkommt oder sogar viel besser zurückkommt, und da habe ich meine Zweifel. Schauen wir uns die gestrigen Dinge wieder mal an. Energy 5,2%, Financials über 3%. Das sind also die overcrowded trades, die ich meine. Materials, Industrials, also diese Sektoren, die sind dermaßen überkauft, dass es schon richtig wehtut. Und wer auf diesem Niveau dann long gehen will, der kann das machen. Und vielleicht steigen die Märkte ja noch weiter, aber es wird immer gefährlicher, die Fallhöhe wird immer größer. By the way, hier eine Anmerkung von Sheila Baer, die sagt, Dow Jones up, Oil up, Bitcoin up. Nur das Einzige, was nicht steigt, das sind ihre Löhne, meine Damen und Herren. Zumindest nicht in der Form. Da sehen wir also praktisch eine Art Inflationierung, eine Vermögenspreisinflation, wie sie sich gewaschen hat. Und wir sehen, wie Zero Hedge hier darauf hinweist, dass jetzt die Bank of Japan schon übergeht, Staatsanleihen anzubieten, zu verleihen. Man ist also praktisch jetzt der Broker geworden von japanischen Staatsanleihen, weil man so viele Staatsanleihen im Portfolio hat inzwischen. Deutlich mehr als die Hälfte sind im Besitz der japanischen Notenbank, dass sozusagen dieser Markt gar nicht mehr funktionieren würde, wenn jetzt nicht die Bank of Japan versuchen würde, praktisch hier als Verkäufer aufzutreten. Es ist eine absurde Welt. Es ist im Grunde das Endspiel dieses Experiments, das wir derzeit sehen mit den Notenbanken. Die Notenbanken helfen ja nicht wirklich der Wirtschaft. Das ist doch einfach Bullshit. Sie kaufen Staatsanleihen, damit die Staaten sich weiter hemmungslos verschulden können zu günstigsten Zinsen. Aber sie helfen der Wirtschaft kaum. Vielmehr sorgen sie ja dafür, dass die Ungleichheit immer mehr zunimmt, indem sie es zulassen, dass die Vermögenspreise immer mehr inflationieren, wovon aber die allermeisten Leute nichts haben. Und so entsteht diese große Differenz zwischen denen, die immer reicher werden, und denen, die da zuschauen dürfen, und das ist der Sprengstoff,
der letztendlich zu Dingen geführt hat wie Donald Trump. Schauen wir uns hier mal den Russell 2000 an, dieser Index, der also den besten Monat ever erlebt, hier in Gestalt des maßgeblichen ETF auf diesen Index. Bollinger Band nach oben. Absolut krass nach oben verlassen, RSI von über 70, wir haben MACD in astronomischen Bereichen, also es ist eigentlich kaum mehr möglich, da muss irgendwann die Schwerkraft einsetzen. Ja, die Dinge können noch radikaler, noch extremer werden, aber es ist eine Frage der Zeit, bis die Dinge sich normalisieren, denn sie haben sich in der Vergangenheit immer normalisiert. Die Märkte tendieren dazu, wieder zu Durchschnitten zurückzukehren, zumindest phasenweise. Es wird diesmal ist alles anders, auch diesmal nicht funktionieren. So ist es leider, auch wenn viele Kommentatoren, gerade auch bei meinen Videos, das glauben, dass diesmal alles anders ist. Nein, ist es nicht. Wir sehen Momo gegen Value. Also Momentum gegen Value, die letzten drei Tage, krasseste Entwicklung seit 2009. Ich hatte gestern ja gesagt, dass die großen Tech-Werte eigentlich im Vergleich zur Vorwoche nicht gestiegen sind, trotz der übergeordneten Rallye an den Märkten. Und wir sehen, die Most Shorted Stocks sind am meisten gestiegen. Wenn jeder auf derselben Seite des Trade ist, so sagte Lance Robert, dann ist das Risiko hoch, dass irgendetwas passiert, dass irgendetwas dazwischen kommt. Und dann macht es Bums. Wir sehen hier auf der Oberseite, dass wir schon Verkaufssignale bekommen und ein Moneyflow sehen wir, dass das dreht. Also die Warnsignale, die häufen sich jetzt langsam. Muss nicht sofort passieren, muss jetzt nicht vor Thanksgiving passieren. Morgen ja der Feiertag in den USA, dann am Freitag so ein halber lustloser Handel. Also das ist heute jetzt der letzte Tag, wo nochmal richtig was passiert. Aber auch die Volumina dürften heute schon ausdünnen. Normalerweise ja die Saisonalität günstig. Allerdings Ende November dann nochmal ein Rückschlag, der die Hälfte der vorherigen Rallye dann rausnimmt. Wäre also jetzt nicht so furchtbar ungewöhnlich, wenn wir mal was nach unten sehen. Ein möglicher Faktor ist Corona. Wir sehen hier in Deutschland jetzt 18.633 neue Infizierungen. Ist gar nicht jetzt so wahnsinnig viel, aber wir haben einen neuen Rekord, was die Todeszahlen betrifft, nämlich 410 hat es noch nie gegeben. Wir sehen das auch übrigens in den USA, über 2000 Tote, erstes Mal, dass das passiert seit dem Mai. Wir sehen also, hier geht sozusagen die Mortalität wieder nach oben, weil vor allem viele Alte sich jetzt wieder anstecken und was, wie ich aus unterrichteten Kreisen weiß, kaum thematisiert wird, immer mehr Kinder stecken sich an. Das ist wahrscheinlich inopportun, darüber groß zu sprechen, weil man ja unbedingt die Schulen aufrechterhalten will oder den Schulbetrieb aufrechterhalten will und sagt, naja, okay, die Kinder stecken sich ja nicht in der Schule an, sondern meistens woanders. Aber es ist ein richtiges Thema, mit dem wir auch hier persönlich viel zu tun haben. By the way, jetzt wird heute ja dieses Treffen stattfinden zwischen Merkel und dem Ministerpräsidenten. Man ist sich da über manches schon einig. Bis 20. Dezember wird es diesen Lockdown geben. Dann wird man Weihnachten ein bisschen lockern. Dann wird es zu Silvester wieder strenger, so die Dinge, Maskenpflichtverschärfung, ansonsten dürfte übergeordnet die meisten Dinge so bleiben, wie sie ohnehin sind. Und wir haben jetzt neue Meldungen aus China, vielleicht gibt das nochmal eine neue Impfstoff-Hoffnungsrallye, aber heute ist nicht Montag, da fällt es dann schwieriger. Wir haben nämlich hier, Sinopharm hat jetzt sein Covid-19-Vaccin zulassen können bei der chinesischen State Food and Drug Administration. Also auch hier wird man versuchen, die Dinge durchzuwinken. Sputnik 5 ist ja in Russland schon zugelassen. Bisher sehen wir da noch nicht maßgebliche Effekte. Aber sei es drum. Und Donald sagt, ich werde niemals aufgeben gegenüber Biden und beruft sich auf eine Umfrage, die unter anderem von Newsmax gemacht wurde. Newsmax ist jetzt der Lieblingssender von Donald Trump, nachdem Fox ja in Ungnade gefallen ist. Also hier wandern die Trumpisten jetzt zu Newsmax und da sagen von diesen Zuschauern 98,9%, nein, du darfst nicht aufgeben. Ein völlig überraschendes Ergebnis der Umfrage. Ja. Das ist ein wahres Wunder, wenn man in einem solchen Sender eine solche Umfrage durchführt. Heute wird er wohl eine Reise veranstalten nach Pennsylvania, wo ein Kongress der Republikaner ist, wo Giuliani auftreten wird. Er wird da wohl auch etwas sagen. Faktisch ist die Nummer gelaufen durch die Zertifizierungen der einzelnen Bundesstaaten. Vergesst den Supreme Court, das wird alles nicht mehr hinhauen. Das wird zeitlich nicht mehr funktionieren. Das ist sozusagen das letzte
Hoffnungselement der Trump-Anhänger. Das wird aber nicht mehr gehen. Das ist gelaufen. Jetzt sehen wir, dass Joe Biden allerdings ja nach der Nominierung von Janet Yellen, nach der Nominierung von vielen sehr gemäßigten, sagen wir mal so, Posten in seinem Kabinett, wohl auch eben dann Leute wie Bernie Sanders und Elizabeth Warren bedenken muss mit Jobs. Also die linken Flügel, der bisher überhaupt nicht zum Zuge gekommen ist. Sonst wird es unruhig in der Partei. Wird man sehen, welche Postchen da übrig bleiben. Und kommen wir nochmal zu den Märkten. Da sehen wir, dass Gold jetzt die 200-Tages-Linie erreicht hat. Nach diesem Abverkauf, wir hatten ja massive Abflüsse aus Goldprodukten. Jetzt sehen wir, wir sind am 200-Tages-Durchschnitt. Das könnte eine gute Unterstützung sein. Bitcoin könnte jetzt erstmal ein bisschen zu weit gelaufen sein. Wenn wir uns da die inneren Parameter wie RSI anschauen, das sind Extremstwerte, die normalerweise nicht lange halten. Und wir sehen die Daten heute. Heute wird nochmal alles reingepackt, weil ja morgen Feiertag ist in den USA, Freitag dann praktisch auch nichts passiert. Da haben wir die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, wir haben die PCE-Daten, also Personal Consumption Expenditure. Das ist das, was für die Fed das Relevante ist in Sachen Inflationsbemessung. Wir haben den Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter und wir haben das Bruttoinlandsprodukt aus dem dritten Quartal. Zweite Veröffentlichung, könnte sich aber noch einiges verschieben. Wir haben die realen Konsumausgaben und wir haben abends dann noch das FED-Protokoll. Das könnte Beachtung finden, weil die FED wahrscheinlich ja irgendetwas im Dezember dann tun wird und wird tun müssen. Was haben wir noch? Haben wir nichts? Haben wir ein leeres Blatt Papier, meine Damen und Herren. Das ist vielleicht die dichteste Information, die ich heute gegeben habe. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Start in diesen Tag. Es wird heute nochmal zur Sache gehen. Ab morgen können wir uns dann wieder alle bis Montag schlafen legen. Wenn die Amerikaner nicht handeln, dann wird Europa kaum in der Lage sein, irgendetwas selbst zustande zu bringen. Auch das ist die traurige Realität. Ich sage Ihnen Pfiat euch und Servus und Ciao.